freue mich auf einen außergewöhnlichen Gast, einen besonderen Menschen, einen Ausnahmepolitiker, würde ich jetzt sagen. Wolfgang Bosbach, herzlich willkommen. Ja, also man redet heute immer also von zwei Leuten, Helene Fischer und Wolfgang Bosbach. Der Herr Bosbach hat die schöneren Haare, das hat also der Herr Becker gesagt. Wir freuen uns auf Wolfgang Bosbach. Das ist ein Politiker, der redet Klartext. Also ich sag mal, 70% der Leute finden Politiker doof. Wenn ich am Bahnsteig bin, sind die alle freundlich zu mir. Ja? Wenn da 100 Leute stehen, ja, denkst du, oh, 70 können dich nicht leiden, gehst schon mal präventiv in Deckung. Leute sind alle nett. Och, schön, und so Autogramm oder Selfie oder aber nett, dass sie heute mal dabei sind und so. Alle nett. Schickst du Zeitung auf, alle doof, verstehe ich jetzt auch nicht. Leute sind alle nett. Man muss auch nicht über alles streiten. Wenn man eine Meinung hat, dann muss man sich auch nicht scheuen zu sagen, das sehe ich so wie der Kollege aus der anderen Fraktion. Ist doch nicht schlimm. Ich bin tatsächlich gefragt worden, vielleicht kommt das dann auch bei Sat.1, ich bin gefragt worden, hören Sie mal, Sie hatten ja ab und zu unterschiedliche Meinungen mit Angela Merkel, das war so, ob das auch an den Temperamentsunterschieden liegen könnte, Frau aus der Uckermark und Mann aus dem Rheinland. Habe ich gesagt, kann sein. Gibt dafür auch ein schönes Beispiel. Ich war dabei, also das stimmt, was ich jetzt sage, ich war ja dabei. Auf dem 50. Geburtstag von Angela Merkel war der Höhepunkt der Veranstaltung der Vortrag eines Gehirnforschers. Bei meinem 50. Geburtstag war der Höhepunkt der Auftritt der Höhner. Ja, das ist natürlich ein bisschen was anderes. Ja. Ich bin sehr enttäuscht über meine Kirche. Das betrifft im Wesentlichen den Missbrauchsskandal, vor allen Dingen den Umgang damit. Die Laviererei, nun hat man es im Erzbistum Köln ohnehin etwas schwerer, muss ich auch mal sagen. Ja, also ich kann das nicht verstehen, warum man sich so unfassbar schwer tut, die Dinge beim Namen zu nennen. Anstatt man die Dinge beim Namen nennt, anstatt man sagt, wie können wir alles tun, damit sich so etwas nicht wiederholt? Wie können wir die Mechanismen bei der Behandlung solcher Fälle, in Frühwarnsystem, gibt es keine Indizien, dass man das erkennen kann. Ich kann das nicht verstehen. Ich ausnahmslos gute Erfahrungen gemacht habe in meiner Kirche. Ausnahmslos. Gute Unterhaltung ist garantiert. Und so eine tolle Atmosphäre. Und hier sind, ich sage mal, 250 Leute. Und sie haben so aufmerksam zugehört. Und das fand ich so sympathisch. Und deswegen möchte ich mich bei Ihnen bedanken. Also auf der Rückfahrt käme ich nicht auf die Idee zu sagen, dass ich es nicht gelohnt habe. Ich bin total gerne hier gewesen.